Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Heute wird es bei uns bunt und glitzerig und sehr funkelig. Und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ganz kurz am Anfang möchte ich euch aber jetzt, weil ich nicht ganz genau weiß, wann das Video online geht, ich denke, es geht sehr nah um den 24. online, wunderschöne, glückliche, zufriedene, friedliche und schöne Weihnachten wünschen. Einfach mal vorab, ja, damit ich euch das mal persönlich übers Video sagen kann. Genau, wir machen heute aber eher was für Silvester, denn es kommt ja auch schon bald. Und ich habe mir gedacht, wir könnten eine ganz süße kleine Verpackung machen, eine Sektverpackung für eine Dose Sekt. Und ihr seht es, also das wird sehr glitzerig, sehr funkelig. Ich hoffe, dass es im Video einigermaßen rauskommt. Wir haben ja ein richtiges Feuerwerk, eine richtige Feuerwerksverpackung, die teilweise auch geprägt ist. Und wir wünschen ein frohes neues Jahr. Und wenn man die dann hier oben aufmacht, das ist so eine ganz coole Verpackung, finde ich, ein ganz cooler Verschluss. Dann kommt hier eine wunderschöne knallrosane Dose raus für einen Sekt. Ich habe keine Ahnung, von wo der ist, denn ich habe den geschenkt bekommen und mit diesem Sekt auch diese wunderbare Idee von meiner Mama. Denn sie hat uns diesen Sekt in dieser Dose, in dieser wunderschönen Verpackung verpackt und ich habe mir gedacht, das ist so cool, das möchte ich unbedingt nachbasteln und euch zeigen, wie das geht, weil das ist auch total einfach. Ich finde, das sieht so schwierig aus, weil es halt mit diesem ganzen, mit diesem Verschluss und so ist. Ich finde, es schaut schwerer aus, als es ist. Also traut euch ruhig zu und macht ruhig das gerne. Wenn ihr Gäste bekommt, könnt ihr es auf den Tisch stellen oder wenn ihr wo eingeladen seid, bringt ihr das mit. Ich finde, das ist eine ganz süße Idee. Und genau, also sie hat es genauso gemacht, sie hat auch so einen coolen Verschluss gemacht und hat sogar noch mit Schmetterlingen dekoriert, das war jetzt ein bisschen anderer Anlass, also es muss ja nicht so Silvester sein, das könnt ihr zum Geburtstag mitbringen, wenn ihr bei einer Freundin eingeladen seid, wenn ihr was feiern wollt, wenn irgendjemand Geburtstag hat, genau, also das kann man ja immer ganz gut unterbringen. Und deswegen habe ich mir gedacht, mach mal diese Verpackung und ihr seht, es ist auch teilweise hier mit richtigen Durchstanzungen, deswegen finde ich so eine bunte Dose total cool, wo dann da noch die Farbe durchschimmert, so schön. Und genau, deswegen legen wir jetzt gleich mal los und ich zeige euch, was ihr braucht. An Farben benutze ich heute einmal schwarz, da brauche ich eine ganze A4-Seite und als ein bisschen Deko nehme ich Seidenglanz, das wären die Bestellnummern, falls ihr bestellen wollt. Ich bin unabhängige Stampin'Up-Demonstratorin, das heißt, ihr könnt alle Sachen über mich bestellen, wenn ihr das möchtet. Da könnt ihr gerne hier oben mal auf meiner Webseite vorbeischauen, da verlinke ich euch das. Und dieses Seitenglanz habe ich nur für hier vorne benutzt. Ihr könnt dann natürlich auch was anderes nehmen, aber ich dachte, das ist schön, weil es so schön schimmert. Geht natürlich auch in Weiß, ganz klar. Grundweiß oder so. Und ich starte jetzt auch gleich mit dem schwarzen Papier und meinem Papierschneider. Und schneide mir den jetzt einmal zu auf 22,5 cm an der langen Seite. Ich lege mir das hier an bei 22,5, schneide mir das einmal und die andere Seite ist hier 21 cm, die lasse ich einfach so. Das bleibt genau in diesem Bereich. Und wir legen uns jetzt zuerst mal wir lassen uns jetzt mal diese lange Seite, die 22,5 Seite oben liegen und falzen die zuerst. Und zwar einmal bei 5 cm. Und da achte ich darauf, dass es hier oben und hier unten richtig schön anliegt bei 5, dass es wirklich gerade ist. Oh, jetzt habe ich beinahe die Schneideklinge benutzt, also natürlich falzen. Und dann noch bei 17,5 cm. Dann passt diese Dose hier super rein. Ich messe euch die mal ganz schnell aus. Von der Höhe hat die nämlich gute 11 cm. Und ihr könnt es natürlich auch an eine andere Dose anpassen. Wenn ihr eine andere Dose habt, dann müsstet ihr diesen Mittelbereich größer machen. Und das Ganze einfach ein bisschen variieren von der Größe. Ich gucke mal ganz kurz, ob das da drauf steht, von wo das ist. Es könnte vom Aldi sein, aber es steht jetzt nicht drauf. Ich will auch keine Werbung machen, nur dass ihr wisst, manchmal sucht man dann ja genau diese Dose, damit es auch passt und man nichts umrechnen muss. Aber es steht jetzt nicht drauf, von wo es ist. Habe ich jetzt nicht gesehen. Und dann haben wir hier einfach zwei Falzlinien, die ihr jetzt fast nicht sehen könnt. Aber ich mag es jetzt noch nicht falzen komplett, das erkläre ich euch gleich. Wir machen uns jetzt auf die 21 cm Seite, also auf die andere. Habe ich wirklich die 21? Ja, die sind so gleich. Machen wir uns jetzt noch ein paar Falzlinien mehr. Und die erste Falzlinie, die ich mir mache, ist bei 1 cm.
Und das lege ich mir immer hier rechts an, dass es einfach schön gerade liegt. Einmal falzen und dann drehe ich mir diese gefalzte Linie einmal nach links und mache mit den anderen Falzlinien weiter. Die nächste ist bei 3,5 cm. Auch wieder falzen. Dann bei 6 cm. Bei 8,5 cm. Auch immer da unten nochmal nachgucken, dass es gerade liegt. Dann die nächste ist bei 11 cm. Bei 13,5 cm. Bei 16 cm, das ist genau an dieser Kante hier zwischen diesem Arm und dem Schneider, bei diesem Papierschneider, und bei 18,5 cm, das ist jetzt die letzte. Alle Maße schreibe ich euch auch unter dem Video in die Infobox. Ich sage es euch aber nochmal, also ich habe gefalzt die 21 cm Seite bei einem, 3,5, 6, 8,5, 11, 13,5, 16 und 18,5 cm. Und dann haben wir hier ganz viele Falzlinien drinnen. Und jetzt möchte ich da natürlich auch wieder dieses tolle Muster reinhaben und habe mir hier Stanzformen rausgesucht, die ich da total cool finde. Und zwar sind da noch mehr so schöne dabei. Das Ganze ist aus dem Set Leuchtender Himmel. Es hat diese Bestellnummer hier unten. Und da sind coole Stanzformen für Silvester dabei, für ein Feuerwerk, aber natürlich auch für Geburtstag wäre das auch ein tolles Set. Und da gibt es den passenden Stempelset dazu, das ist der Leuchtende Himmel, hat diese Bestellnummer hier. Und da habe ich auch ganz viel rausgenommen. Also alles, was ich heute benutze, ist aus diesen beiden Sachen. Ich habe einmal, dass wir wünschen ein frohes neues Jahr. Dann habe ich die verschiedenen Feuerwerke raus. Also ich habe jetzt nicht alle benutzt, aber einfach die, wo mich am meisten von der Größe ein bisschen unterschiedlich waren und wo mich halt am meisten angesprochen habe, die habe ich jetzt mal rausgenommen. Es ist immer gut, wenn man das so mischt mit Embossen oder wenn man auch sein eigenes Designerpapier herstellt, dass man ein paar große und ein paar kleine hat. Und das machen wir jetzt. Als erstes aber stanzen wir das Ganze und dafür habe ich mir jetzt diese beiden Stanzformen rausgenommen. Und was ich schon hergerichtet habe, was ihr gleich mitmachen könntet, wenn ihr was ausstanzen wollt. Wobei, es wäre besser, wenn ihr das zuerst embosst. Aber das habe ich mir schon mal hergerichtet. Das ist einfach der Spruch und da gibt es nochmal so eine Stanzform. Das ist diese hier. Mit dem habe ich das ausgestanzt. Das fand ich total süß. Also, aber hier würde ich so machen, ich würde zuerst den Spruch embossen und dann stanzen, weil dann wisst ihr genau, wie die Stanzform anliegt, dass ihr den Spruch noch richtig schön drauf habt. Genau. Jetzt nehme ich mir mal meine Stanzmaschine ins Bild. Ups. Mal gucken, wie ich sie noch reinkriege. Und jetzt seht ihr gleich, haben wir hier ein kleines Problem. Und zwar ist natürlich die Größe von unserer Verpackung größer als das, was wir hier durch diesen Stanzformbereich bekommen. Und deswegen habe ich es so gemacht, dass ich mir einfach eine Ecke ausgesucht habe. Also ich habe jetzt hier diesen schmale Lasche, das ist meine Klebelasche. Und da habe ich mir jetzt einfach gedacht, ich mache mir wahrscheinlich hier unten irgendwo, also so in die im mittleren Bereich habe ich mir was hingelegt und da wollte ich was haben und dann da noch so. Also ich verteile mir jetzt vorher mal so ein bisschen, wie ich meine Stanzformen haben will. Ich würde drei Stück machen und würde jetzt einfach mal mit dieser schmaleren Seite anfangen. Und deswegen knicke ich mir das jetzt einmal ein. Also wir haben ja die Falzlinien schon vorgefertigt und ich lege mir jetzt sozusagen mein Papier ein bisschen verkleiner das so, dass das dann durch meine Stanzmaschine durchpasst. Und jetzt gucke ich, wo ich meine Stanzung reinmachen möchte. Also ich möchte es jetzt so haben, deswegen knicke ich es mir nochmal in die andere Richtung, so wie man es normalerweise jetzt gegenläufig knickt sozusagen. Und lege mir das jetzt einmal hier so ein, positioniere mir das gut. Nicht ganz unten, aber so. Und dann kurbel ich mir das jetzt durch. Jetzt seht ihr halt nur kurzzeitig mal nichts, aber ich zeige euch gleich, wie das Ergebnis ist. Wir müssen nur darauf achten, dass es an der Seite nirgendwo rausschaut, dass wir unser schönes Papier nicht verknicken. So, einmal durchkurbeln und dann seht ihr gleich, was ich eigentlich hier mache. Ich habe jetzt hier die eine Seite gestanzt und dadurch, dass ich mir das andere drüber gelegt habe,
die andere Seite geprägt. Und in den meisten Fällen stört einen das, aber hier finde ich es total super cool. Weil dann haben wir gleich eine Prägung auch noch drin auf der anderen Seite und das passt einfach perfekt zum Thema Feuerwerk. Da ist ja überall was los und da ist so eine Prägung nicht total cool, finde ich. Von dem her passt es jetzt genau. Dann nehme ich mir die große Stanzform, mache mir die hier oben so hin und stanze mir die nochmal. Die wird es jetzt nur auf diese kleine Ecke drücken, aber das passt. Und kurbel mir das nochmal durch. Und eigentlich hätte ich es gleich in einem machen können. Ich habe nämlich ja die kleine, möchte ich auch nochmal hier unten haben, deswegen stanze ich das jetzt auch nochmal schnell durch. Und jetzt seht ihr es, glaube ich, ganz gut. Jetzt habe ich mir die Teile so mal rausgedrückt, also die ganzen kleinen Papierelementchen noch rausgemacht und dann hat man hier schon wirklich ein tolles Ergebnis und jetzt sieht es schon so schön aus. Und wenn dann innen eine farbige Dose steht, sieht es natürlich nochmal richtig cool aus. Und durch das, dass ich jetzt durch dieses Durchkurbeln ein paar Linien nicht mehr so gut erkennen kann, die, wo ich vorher gefalzt habe, falze ich mir das jetzt einfach nochmal kurz nach an der Stelle, wo man es nicht mehr so gut sieht. Das ist jetzt bei mir bei 8,5 und bei 11, dass ich einfach hier nochmal eine Falzlinie nehme, damit ich wirklich dann das schön nachfalzen kann. Genau, und jetzt sieht man auch die Falzlinien wieder richtig gut und kann jetzt einfach weitermachen. Dazu schnappe ich mir jetzt auch gleich meinen Papierfalter und falze mir jede Linie einfach einmal richtig schön nach. Und wenn ihr wollt, könnt ihr darauf achten, dass ihr den Berg, das ist dieser kleine Hügel, immer nach innen faltet. Dann hat man da nicht so eine Wulst sozusagen, das sage ich euch, weil durch die Stanzung haben wir ja an einer Stelle eine etwas dickere Wulst, wenn wir da mal in die andere Richtung geknickt haben und natürlich mit der Stärke von der Stanzmaschine noch gearbeitet haben, ist diese eine Linie ein bisschen stärker. Aber durch das, dass wir jetzt alle nachgefalzt haben, finde ich, sieht man es schon gar nicht mehr. Das ist nur, solange man es noch nicht gefalzt hat, sticht das einem erstmal ins Auge. Und jetzt nehme ich diese ganz schmale Falzlinie. Die ist jetzt hier bei mir links, die schmale, da ist eine breitere. Und die schmale Falzlinie, die kürze ich mir jetzt, weil das wird unsere Klebelasche. Das heißt, ich schneide mir diesen ganzen unteren Bereich bis zu der ersten Falzlinie und noch so eine kleine Schrägecke, schräge ich mir so ab. Das mache ich hier unten und hier oben. Also ich schräge mir das ab und nehme dann dieses längliche Stück einmal weg. Und also hier habe ich jetzt immer die Klebelasche. Ich weiß nicht, warum, ich drehe die immer nach rechts. Das ist irgendwie so meine bessere Seite. Und da mache ich jetzt einfach ein Klebeband drauf, damit ihr die immer seht. Und jetzt wird das Ganze embossed. Und beim Embossen ist ja normalerweise wichtig, dass man keine Fettflecken und nichts drauf hat. Und man nimmt da oft auch diesen Embossing-Buddy und so weiter. Hier finde ich es jetzt aber nicht schlimm, wenn mehr Glitzer drauf ist. Und bei schwarzem Papier mache ich das nicht so gerne. Ich mag da diesen Embossing-Buddy nicht so gerne. Ich finde, der geht immer schlecht weg. Da schaut dann das Papier anders aus. Deswegen lasse ich das jetzt so. Und wie gesagt, wenn ein bisschen Glitzer mehr drauf ist, dann macht es auch nichts aus. Ich nehme jetzt eine Arbeitsunterlage und habe mir einfach schon mal verschiedene Embossing-Pulver um mich herum platziert. Also hier liegt alles voll. Ich habe halt verschiedene Farben. Silber, Gold, Kupfer und Diamantweiß habe ich jetzt hier. Das ist so ein Weiß mit Glitzer gemischt, glaube ich. Ich glaube, das gab es früher mal. Also ihr schaut mal, was ihr da habt an Farben, weil da geht ja alles. Also ihr könnt ja auch rosa und alles Mögliche an Farben in den Himmel schießen lassen sozusagen. Und das ist natürlich immer schön, wenn man eine bunte Farbe hat. Und dann nehme ich mir die Stempel, die habe ich mir schon auf Blöcke aufgezogen. Und das Versamark. Das ist so ein durchsichtiges Pad. Und das werdet ihr jetzt wahrscheinlich gar nicht so richtig viel sehen, wenn ich jetzt meine Stempelabdrücke hier drauf mache. Die verteile ich mir jetzt einfach über meinen ganzen mittleren Bereich. Und hier mache ich es eigentlich immer so, dass ich mit dem größten Motiv anfange und dann immer kleiner werde und die Lücken dann mit dem kleinsten fülle. Ich weiß nicht, wie viele erkennen könnt. Also wenig. Also ich bleibe immer zwischen diesen
oberen und unteren Falzlinien. Ich muss mich jetzt auch konzentrieren, dass ich nicht nochmal wo drauf stempel, wo ich schon war. So. Kleinen einfach zwischenrein. Wenn da nah was aneinander geht, macht das auch gar nichts aus, weil das ist ja auch am Himmel so, dass man das nicht Also ich glaube, jetzt könntet ihr es auch besser sehen, oder? Ein bisschen sieht man schon, wo ich da war, überall. Genau, ich glaube, so reicht es auch schon. Na, hier könnte man noch einen kleinen hinmachen. Und da machen wir auch noch einen hin, weil da ist ja richtig was los. Okay, und weil ich nicht aufhören kann, hier kommt auch noch einer hin. Aber jetzt reicht es wirklich. Okay, und jetzt wollte ich das so haben, dass meine Teile nicht alle einfarbig sind. Das könnte man natürlich jetzt machen, dass ich immer mit einer Farbe arbeite. Ich wollte es jetzt einfach schön bunt haben und deswegen habe ich auch versucht, dass ich jedes Element so ein bisschen mit mehr Farben einfärbe sozusagen. Also ich fange jetzt einfach mal bei einem an der Seite an, damit ihr das seht, was ich meine. Ich mache jetzt erstmal nur die eine Spitze hier bei diesem oberen. Das ist jetzt Kupfer. Dann nehme ich Gold. Mache das so ein bisschen weiter über die Mitte. Und dann nehme ich als letztes noch Silber für dieses Äußere. Puste immer zweimal drauf und dann schaut das eigentlich schon super aus. Jetzt seht ihr hier Kupfer, Gold und Silber. Und so mache ich das jetzt bei allen. Also ich mache jetzt alle bunt, teilweise nur einfarbig, aber die meisten, glaube ich, mache ich eher bunt. Und werde mir die jetzt alle mit diesem Pulver einpulvern und dann mit einem Heißluftföhn föhnen oder erhitzen, dass es dann die Farbe richtig schön glänzt und gut fest drauf ist. Da lasse ich euch jetzt Musik laufen und zeige euch dann gleich das Ergebnis. Aber ihr könnt mir einfach zuschauen. Ich gehe mal ein bisschen, hier steht viel rum, aber ein bisschen weiter raus mit der Kamera, dann könnt ihr das besser beobachten vielleicht. Hallo, willkommen zurück. Ich habe jetzt den Schnelldurchlauf noch ein bisschen länger laufen lassen, denn ich habe jetzt auch gleich angefangen, hier meine Laschen einzuschneiden. Und das ist natürlich immer das Gleiche, deswegen habe ich gedacht, kann ich das auch noch ein bisschen spulen. Aber ich erkläre euch das natürlich jetzt erstmal. Also, ganz zuerst schauen wir uns an, wie schön das geworden ist mit dem Embossing. Also ich liebe das, ich finde das immer noch so toll, wenn sich diese Farbe von diesem Matten auf dieses funkelnde, schimmernde verändert, das ist einfach super. Das ist das Tollste beim Embossen und ich finde es toll. Ich habe schon so viel embossed und es gefällt mir immer noch so gut. Und dann habe ich einfach angefangen hier, diese Streifen, die wir schon gefalzt haben, also genau an der Falzlinie bis zu dieser Überkreuzung, einmal einzuschneiden. Und zwar unten, Klebelasche rechts und Klebelasche links oben. Das ist mein Deckel, das ist mein Boden. Könnte man auch andersrum machen, es wäre jetzt wurscht. Aber die schneide ich mir genau in der Mitte von meiner Falzung auseinander bis zu dieser Überkreuzung dieser anderen beiden Falzlinien, die wir uns noch gesetzt haben. Dann habe ich jetzt hier unten ganz viele kleine Teile und da oben
drehe es mir wieder richtig rum, weil ich habe das ja schon so gestempelt. Jetzt müssen wir noch eine Markierung setzen für unseren Verschluss. Der ist ja oben in den oberen Laschen, deswegen lege ich es mir jetzt so hin. Meine Klebelasche ist wieder auf der rechten Seite. Das ist mein Boden hier unten, diese ganzen Laschen. Und die ganzen oberen Laschen ist mein Deckel. Und ich mache mir jetzt eine Markierung bei 2 cm von oben. Das wären 3 cm von unten, deswegen lege ich mein Geodreieck mit dieser 3 cm Markierung genau auf meine Falzlinie und mache mir jetzt einen Strich dahin. Also ich mache mir jetzt, fange bei dieser ersten Lasche an, die neben meiner Klebelasche liegt, und mache mir jetzt einen Strich, wie gesagt bei 2 cm von oben. Der wird jetzt 1 cm lang und ist in dieser ersten Lasche. Die zweite Lasche lasse ich aus, dann kommt die nächste Lasche, mache ich wieder so einen Zentimeter langen Strich ungefähr. Die nächste lasse ich wieder aus, dann kommt wieder eine, wieder einen Zentimeter langen Strich. Dann kommt nochmal eine Lasche, die lasse ich wieder aus und dann kommt nochmal eine Lasche. Mal gucken, ungefähr einen Zentimeter. Dann habe ich jetzt an dieser Lasche eine Markierung, an dieser Lasche eine Markierung. Und jetzt habe ich mich vertan. Man muss immer eine auslassen. An dieser hier ist eine Markierung. Wieder eine auslassen und dann noch an dieser hier. Das ist immer blöd, wenn man nicht mit dem Kopf über das Projekt kann, richtig? Ich mache euch jetzt mal die Laschen, die eine Markierung haben. Die klappe ich jetzt mal kurz ein, damit ihr da jetzt nicht durcheinander kommt, weil ich einen Quatsch gemacht habe. So. Diese Laschen, die jetzt nach oben schauen, die haben bei euch keine Markierung. Die anderen, die jetzt nach unten schauen, diese vier, die haben einfach einen Strich. Und diesen Strich, den schneide ich mir jetzt einfach einmal ein und mache mir dann so ein kleines Dreieck. Also das mache ich jetzt bei dieser Lasche, bei der übernächsten Lasche. Eine auslassen, dann halt aufpassen. Habe ich ausgerechnet heute mal nicht mit Bleistift gemarkiert und schwupps habe ich schon falsch gemacht. Jetzt kann ich es natürlich nicht wegradieren, das ist natürlich blöd. Schade. Aber so ist das. Dann habe ich 4 kleine Laschen und dann sieht mein ganzes Schachtel so aus. Hier habe ich eine, die keine hat, dann kommt eine, keine, eine, keine, eine, keine, eine. Okay, also ganz einfach eigentlich, wirklich gar kein Ding. Ich mache es jetzt an allen Laschen. Dann kann man alle einhakeln aneinander, aber das braucht es nicht. Das reicht, wenn man die Laschen eben immer nur alle, jede zweite Lasche da macht. Ich mache das jetzt nur, weil ich leider keinen Bleistift genommen habe, sonst hätte ich es einfach wegradiert. Heute ist halt ein bisschen anders, gell? Jetzt aber. Gut, ihr habt weniger, aber so können wir es machen. So geht es jetzt einfach weiter. Und jetzt sind wir auch schon fast fertig. Also wir machen es jetzt so, wir klappen uns jetzt einfach diese Schachtel ein bisschen so zusammen. Und dann nehme ich mir diese Schutzfolie von dem Abreißklebeband ab und klebe die Box jetzt zusammen. Und zwar, das mache ich einfach so, dass ich die da ganz flach anlege, runterdrücke und dann habe ich so ein noch nicht ganz förmiges etwas. Also so eine Rolle eigentlich, gell? Und jetzt mache ich so, jetzt fange ich an, mir diese Laschen oben aneinander einzuhängen. Und zwar immer diese gegenüberliegenden. Bei euch ist es ein bisschen anders. Ihr habt ja diese, nicht jede Lasche einkackelt, das muss man auch nicht. Ihr legt einfach die inneren ganz normal rein. Und die oberen zwei, die werden aneinander eingehackelt. Und dann finde ich, hat man die Verpackung schon in der richtigen Form. Ich finde, wenn man das zuerst macht, dann ist es schon viel leichter. Ihr könntet jetzt, wenn ihr wolltet und den Sekt schon da habt, auch schon mal einen Sekt reinstellen. Nützt jetzt aber bei mir auch nicht viel. Also ich klebe mir jetzt den Boden zusammen sozusagen. Und so ist es halt ein bisschen stabiler. Dann nehme ich mir jetzt einfach Flüssigkleber und fange einfach mal bei irgendeiner Lasche an. Ich knicke die mir zuerst mal kurz so ein bisschen rein, dass die schon mal wissen, wo sie hin müssen. Einmal nachfalzen sozusagen. Und dann mache ich es da auch so. Ich fange irgendwo an
und nimm mir immer diese gegenüberliegende Lasche, die klebe ich dann da drauf. Mach dir einfach so einen kleinen Klecks, nimm das gegenüberliegende und drück mir das jetzt so ein bisschen fest, bis der Flüssigkleber leicht angezogen hat. Und dann klebe ich hier einen kleinen Klecks drauf, nimm eine seitliche Lasche, leg die so drauf, drück es wieder ein bisschen fest, dann kommt wieder ein Klecks drauf. Das kann man schon schlecht unten reinlangen, aber es wird immer stabiler mit jeder Lage. Und dann gehen wir einfach einmal im Kreis rum. Und so sieht jetzt euer Boden aus. Sie ist nicht ganz so förmig, wie ich sie haben will. Irgendwo habe ich da einen kleinen. So. Und jetzt drehe ich es mir einfach einmal um, dass das Gewicht von der Dose ein bisschen an den Boden drückt, damit es so ein bisschen mehr Stabilität hat. Und durch das, dass ich ja eine Dose da drin habe und ich irgendwie noch mehr Stabilität bei der Box haben möchte und vielleicht auch unten noch ein bisschen schöneren Abschluss, nehme ich nochmal das Reststück von Anfang und markiere mir jetzt hier meine Verpackung einfach mal ab. Das mache ich jetzt hier mal kurz mit dem Falzbein. Ihr könnt natürlich einen Bleistift nehmen. Und ich gehe mir einfach nur einmal um meine Box rum und schneide mir das jetzt, was hier draus geworden ist, diese komische Form. Schaut bei mir wirklich ein bisschen komisch aus. Schneide ich mir jetzt einfach aus. Und ich mache das minimal kleiner als diese Falzlinie, die ich da gemacht habe. Also einfach innen von meiner Markierung schneide ich mir das jetzt einmal aus. Und es ist komisch, die letzte Box, die ich gemacht habe, die hat wirklich richtig schön achteckig war die. Und die ist jetzt ein bisschen krumm geworden. Nochmal nicht vertüdeln, einmal draufstellen und dann umdrehen, dass man auch weiß, wie man sie aufklebt. Und so klebe ich mir das jetzt hier unten hin. Also die ist ein bisschen unförmiger als die andere geworden. Aber es macht nichts, jede Box ist ganz individuell angefertigt. So. Einmal gut aufkleben. Dann hat man unten einen schönen Boden, einen schönen Abschluss. Und die Box ist gleich nochmal ein bisschen stabiler. Falls ihr euch ganz unsicher wärt und das noch nicht stabil genug wäre, also ich lasse es jetzt so, ich finde es jetzt gut, aber dann könntet ihr natürlich auch einen kleinen Kreis zum Beispiel ausstanzen und innen rein unter dem Boden kleben. Das geht natürlich genauso. Also das wäre definitiv auch machbar. So, jetzt drehe ich mir die Dose wieder um. So kommt die hier rein und habe jetzt hier meine coole Box. Und genau. Jetzt geht es eigentlich nur noch an die Außendeko und dann sucht ihr euch so ein bisschen die Seite raus, die ihr noch ein bisschen dekorieren wollt. Bei mir ist jetzt überall total viel los. Ich habe echt alles ausgenutzt und überall hingestempelt. Hier wäre jetzt ein bisschen weniger. Oder ihr nehmt diese Klebelasche, die man noch ein bisschen sieht, dass er die nach hinten macht. Also das könnt ihr auswählen, wie ihr wollt. Ich habe ja gesagt, ich habe mir ja vorher gleich so den Spruch mit embossed, der ist ja auch in dem Stempelset, und den einmal in dieser großen Form ausgestanzt und den klebe ich jetzt hier noch drauf. Und dann habe ich mir gedacht, es darf noch ein bisschen mehr glitzern und funkeln und habe mir einfach mein Glitzerband geschnappt. Das hat diese Bestellnummer und habe mir da einfach so ein Stückerl abgeschnitten. Und zwar so mache ich das einfach und dann lege ich das hier unten drunter, dass das nur so ein bisschen an der Seite rausschaut. Mache mir dann nochmal ein Abreißklebeband drüber und mit dem klebe ich das dann auch gleich fest. Und jetzt könntet ihr noch mit Wink of Stella glitzern oder mit ganz vielen Glitzersteinen. Ihr könnt auch bunte Glitzersteine nehmen, also da ist natürlich, könnt ihr euch so richtig austoben. Genau, also jetzt seht ihr mal, wie das Ganze ausschaut.
Mit vielen Glitzersteinen, mit viel Funkeln, mit viel Embossing. Ich finde es wunderschön. Und dann dieses, dass das noch so durchschimmert, ich finde das echt cool. Und dann habe ich mir gedacht, man könnte auch noch oben ein bisschen Glitzer drauf machen, wenn man möchte. Also, heute darf es funkeln und glitzern. Bei mir glitzert eh schon der ganze Basteltisch, von dem her darf der Deckel auch noch ein bisschen Glitzer abkriegen. Und wir haben es geschafft. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr könnt es noch nachbasteln und ihr habt noch genug Zeit, bis Silvester noch ein bisschen Deko vorzubereiten. Aber wie gesagt, wenn ihr auf den Geburtstag eingeladen seid, dann könnt ihr das natürlich auch machen, ganz bunt gestalten oder halt eben in Schwarz, passend zum Nachthimmel mit viel Glitzer und Funkeln. Ich finde, das ist eine ganz coole Verpackung und ich freue mich total über diese Idee. Vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Mami, dass du mir diese Idee gegeben hast, weil ich finde die echt cool. Und ja, vielleicht mit den Standsformen und so nochmal echt so ein kleines Highlight. Und sieht voll elegant und schick aus. Aber wie gesagt, wenn ihr es zum Geburtstag verschenken wollt und nicht an Silvester, dann könnt ihr es natürlich auch schön bunt gestalten mit einem Geburtstagsgruß oder so. Also da ist ja auch alles machbar. Auch zur Hochzeit wäre das schön. Und das sieht auch witzig aus, wenn man das einfach auflässt und so auf den Tisch stellt. Wie so eine kleine Explosion. Genau. Also ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben, da freue ich mich natürlich drüber. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert gerne den Kanal, drückt dabei auf die Glocke, dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich wünsche euch jetzt einen ganz guten, gesunden Rutsch ins neue Jahr, ganz viel Gesundheit im nächsten Jahr, ganz viel Frieden, ganz viel Freude, natürlich Kreativität. Und einfach eine gute Zeit. Bis dahin, einen guten Rutsch, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Ich glaube dann schon im neuen Jahr, oder? Mal schauen, vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Macht's es gut. Bis bald. Tschüss.